In Kambodscha ist es okay, eine junge, arme Lady zu haben. Du kannst den Eltern sagen, dass du die Tochter willst und dich um sie kümmerst. $1000 für einen Monat. Du willst eine 12- bis 15-Jährige? Du kannst jeden Tag Sex mit ihr haben und alles mit ihr machen, was du und sie wollt. Wusstest du, dass es Länder gibt, in die Touristen fliegen, um dort Kinder sexuell zu missbrauchen? Kambodscha ist eins davon. People are coming here with a sort of crazy belief that they feel, oh, children in that country can be bought for sex. Ich recherchiere 6 Wochen vor Ort, will rausfinden, wieso Täter aus dem Ausland es hier so leicht haben. Und auch mir wird Sex mit Minderjährigen angeboten. Krass, ey, man sieht so viele Sachen, die einfach nicht klar gehen. Ich begleite NGOs, die versuchen, Kinder aus gefährlichen Situationen zu befreien und mutmaßliche Täter zu stoppen. Let's see, oh, the door is still open. Ah, sure. So the girl must be inside. Ich versuche zu verstehen, was so ein Missbrauch mit Kindern macht. Sometimes people dissociate their body and then their memory. So sometimes they went blank. That's one of the different mechanisms to help them survive. Ich treffe Kinder, die einen Missbrauch durch einen westlichen Touristen erlebt haben. Und ich merke, ich komme an meine Grenzen. Januar 2022. Ich bin auf dem Weg nach Kambodscha, denn dort soll sexuelle Ausbeutung von Kindern durch Touristen besonders verbreitet sein. Seit 4 Monaten bin ich in Kontakt mit NGOs und dem BKA, die mir das Problem bestätigen. Diese Recherche ist für mich übrigens die schwerste und belastendste, die ich je gemacht habe. Ich lande in Kambodschas Hauptstadt Phnom Penh. Die Tuk-Tuk-Fahrt ins Zentrum teile ich mir mit einem Mann, den ich zufällig am Flughafen treffe. Er ist auch gerade aus Europa gelandet, ich schätze ihn auf Mitte 30. What's your plan? You want to travel a lot or stay at some places? I will stay for 4 days, enjoy work and fuck. Yeah. With the girls it works, you are from Germany. Yeah. I will tell you the story, which will explain everything here. So if you are going out with a girl, yeah, she will not sleep with you unless if you somehow are connected with the family, you support them. Und dann erklärt er mir, dass die Auswahl hier zwar nicht so gut sei, er sich aber vorstellen könne, eine Frau zum Heiraten mit nach Hause zu nehmen. Ja, erstes Gespräch in Phnom Penh. Ich suche vor Ort den Kontakt zu NGOs. 1,5 Wochen hänge ich fast nur am Telefon und schreibe Mails. Läuft alles ziemlich schleppend. Ich komme gerade mal wieder von einer NGO hier. Ich habe das Gefühl, es ist so ein bürokratischer Wust, dass sie sagen, ey, ruf noch mal bei denen in Europa an. Und mit den Kindern darf hier eigentlich keiner reden. Online finde ich eine echt weirde Website. So eine Art Online-Reiseführer von Sextouristen für Sextouristen. Zum Start steht hier das Wichtigste. Prostitution in Kambodscha ist illegal, aber trotzdem weit verbreitet. Es gibt keine Rotlichtviertel in Phnom Penh, aber gewisse Bar-Areas. Und da gibt es sogenannte Girly-Bars. Vor den Bars stehen die Mädels, in der Bar wird getrunken, hinter der Bar gibt's Sex. 24 Hours, die Straßenjagdsaison startet nach 23 Uhr. Achtung, Khmer-Frauen, also Khmer, das sind die Menschen aus Kambodscha, Khmer-Frauen sind sehr eigensinnig, stur und oft fiese Schlampen. Wenn ihr plötzlich etwas nicht gefällt, geht sie ohne zu zögern, manchmal ohne wirklichen Grund. Ist auch ihr gutes Recht, ey. Boah, da kriegt man zu viel. Wichtig vielleicht noch zum Abschluss, Kambodscha galt mal sozusagen als pädophilen Paradise. Dies ist nicht mehr der Fall, da die Prostitution von Mädchen unter 18 in allen Bars, Clubs etc. nicht mehr angeboten wird. Ja, das werde ich dann mal checken, ob das so stimmt. Boah, ist das crazy. Als der Abend anbricht, fahre ich los. Laut einer Untersuchung des UN-Kinderrechtsausschusses soll ein Drittel der Prostituierten in Kambodscha minderjährig sein. Für mich unvorstellbar. Doch erst vor einer Woche findet die Polizei hier bei einer Razzia mehrere minderjährige Prostituierte. Mir fallen 2 Dinge auf. Reisende sind hier fast ausschließlich ältere weiße Männer, allein oder in Begleitung einer jüngeren Kambodschanerin. Und zwischen den Rotlichtbars laufen immer wieder bis tief in die Nacht kleine Kinder durch die Straßen, die den Männern Blumen verkaufen. Krass, ey, man sieht so viele Sachen, die einfach nicht klar gehen. So, gerade ist da irgendein
ekliger alter Dude nimmt dir halt eine Blume ab und möchte aber einen Kuss dafür und drückt dir dann einen Schein in die Hand. Boah, es schnürt sich's bei mir zu, ey. In zwei der Bars gehe ich auch mal rein. Ich filme das nicht. Als ich mehrmals nach dem Alter der Mädchen nachhake, bekomme ich statt einer Antwort nur zu hören, why asking age? Mich frustriert das. Ich will herausfinden, ob es hier minderjährige Prostituierte gibt, aber ich merke auch, so ist es unglaublich schwer, sie zu finden. Eine Woche später fahre ich nach Siem Reap. Der Ort wird hier oft auch Siem Reap genannt, statt Siem Reap. Vor Ort bin ich mit Mitarbeitern der Organisation Destiny's Rescue verabredet. Die gehen undercover in sogenannte Beer Gardens. Das sind ja wie bei uns Biergärten, nur dass das eigentlich, weil der Prostitution hier verboten ist, Bordelle sind. Next we go and check for a younger underage girl. So we will go there and meet with him. Yeah. And sometimes they might, do you want to sleep with a girl? Yeah. I have a girl like maybe 13 or 14 or 16. She's working. Diese Mädchen versuchen sie dann rauszuholen. Das heißt, finanzieller Support für die Familie und ein Plan B. Nochmal zur Schule gehen oder eine Ausbildung. Damit die NGO-Mitarbeiter ihre Arbeit auch nach diesem Film weitermachen können, machen wir sie unkenntlich. Dass ich als Westler so auffällig bin, kommt für die verdeckte Aktion sogar gelegen. Gemeinsam mit ihnen fahre ich an die Orte, an denen Prostitution stattfindet. Massagesalons, Biergartens und Karaoke-Bars. Ich drehe verdeckt. Ein sogenannter Pimp, also eine Art Zuhälterin, führt uns in einen privaten Raum und sorgt im 10-Minuten-Takt für potenzielle Gesangspartnerinnen. Jung sind sie alle. Die NGO-Mitarbeiter suchen die beiden Jüngsten aus und versuchen im Gespräch ihr Alter herauszufinden. Die Frauen sagen allerdings, sie seien volljährig. Heißt, die NGO-Mitarbeiter können hier nichts tun. Als nächstes fahren sie in einen Biergarten. We found out the girl is 17 years old this year. And the other one? The other one is 17 years old. Okay, let's try. Er erzählt mir, dass sie Hilfe häufig ablehnen. Die Armut zwinge die Mädchen in die Prostitution. Außerdem seien immer mehr der jungen Frauen süchtig nach Crystal Meth. Auch hier ist mein Eindruck, die Frauen sind sehr jung und tragen Kleidung, die mich zum Teil an Schuluniformen erinnert. Hast du das Mädchen in Weiß gesehen? Sie sah sehr jung aus. Ja, stimmt. Ich filme weiter mit versteckter Kamera. Auch hier wieder derselbe Ablauf. Die NGO-Mitarbeiter fragen die Frau in der blauen Bluse nach den jüngsten Mädchen. Sie schickt eine 17-jährige Kellnerin zu uns an den Tisch. Die NGO-Mitarbeiter bieten wieder Hilfe an. Auch sie lehnt ab. Sie sagt, sie sei das älteste Kind und verdiene bei sich in der Familie das Geld. Ich find's krass. Sie muss mit 17 ihre Familie ernähren. Aber in Kambodscha ist das keine Seltenheit. Viele Familien sind arm und auf jede Einkunft angewiesen. Auch ein Grund, warum Prostitution von Minderjährigen so verbreitet ist. Ah, nice to meet you. Thanks for taking your time. Okay, we go this way. Zwei Tage später treffe ich Chamraon Yain, Leiter der NGO First Step Cambodia. Er hat sich auf die Arbeit mit missbrauchten Jungs spezialisiert. Yeah, often like for example they are raped, you know, like penetration in the anus and so on. When they go for like a medical treatment, people would treat the wound but not really provide forensic examination because they don't know how, they don't know what to do. Even like lawyers would, you know, laugh. The judge would laugh if this case is brought to court. Do I understand it right? Like there are, for example, boys who get, young boys that get raped, and then afterwards they get bullied and like people laugh at them because they are weak? Yeah. So the boy often get blamed and then sometimes beaten up by the parents for not being, you know, tough. For not being able to protect themselves. So they are to blame. And the boys start blaming themselves too. So that tell them that I cannot trust anybody. No one is around me. You know, even my parents doesn't believe me. They don't believe me. And it takes a lot of time to, you know, gain trust again. Allein im letzten Jahr hat sich First Step um 270 Jungs gekümmert, die Opfer von sexuellem Missbrauch wurden.
Durch die Corona-Zeit seien es zuletzt mehr kambodschanische Täter gewesen. Das Problem schwappe immer mehr auch auf lokale Männer über. Often people say children lie about sexual abuse. It's not true. Sometimes people dissociate their body and then their memory. So sometimes they even blank. So they don't even see, they don't even feel anything. That's one of the different mechanisms to help them survive. In Khmer, we say the soul has gone out of the body. Dass ein Mann einen Jungen missbraucht, ist hier für viele Leute so unvorstellbar, dass man den Jungs nicht glaubt. Laut einer Studie von UNICEF wurden in Kambodscha 16% der Jungs und 14% der Mädchen unter 9 Jahren schon einmal auf sexuelle Weise an ihren Genitalien berührt. Ich suche weiter nach Orten, an denen versteckt Prostitution mit Minderjährigen stattfinden soll. Es soll Hotels geben mit einer Art Delivery Service. Da wurde mir die Info gesteckt, dass das Hotel dafür berüchtigt ist, dass an der Rezeption Kontakte zu Prostituierten und zu minderjährigen Prostituierten bzw. Sex mit Kindern verschafft wird. Da checke ich jetzt mal ein. Ich frage nach, was man hier im Ort so machen kann. Restaurants, vielleicht eine Massage nach der langen Fahrt. Bei dem Part nickt er und holt sein Smartphone raus. Er zeigt mir einen Fotoordner, ca. 25 Mädels, ich könne aussuchen. Ich zeige mich interessiert und erzähle, dass ein Geschäftspartner von mir demnächst auch hier ins Hotel einchecken wolle. Er stehe auf deutlich jüngere Frauen, ob das auch möglich sei. Er setzt sich mit mir hin und erklärt mir, wie das Ganze funktioniert. Und es geht super einfach. Ich bestelle, er liefert. Weird, aus der Situation wieder rauszukommen, weil er dann Feuer und Flamme war und meinte, ja, ich rufe die jetzt und die kommt jetzt her. Und dann meinte ich irgendwann, nein, ich will nochmal drüber schlafen. Das fand er dann wiederum, glaube ich, weird. Sex mit einer Jungfrau würde auch gehen, kostet aber viel und würde ein bisschen dauern, könnte er aber bestellen. Ich freue mich, als die Nacht rum ist und ich auschecken kann. Ich finde es krass, wie normal das Ganze hier ist. Nochmal, Prostitution ist hier gesetzlich verboten. Mit einem Minibus und Mini-Beinfreiheit fahre ich zurück in die Hauptstadt Phnom Penh. Ich bekomme so langsam einen Eindruck davon, warum es für Pädokriminelle in Kambodscha so einfach ist, Sex mit Minderjährigen zu haben. Das Ganze als Journalist nachzuweisen, ist gar nicht so einfach. Es trudeln reihenweise die Absagen ein, so sorry, das Thema ist mega heikel, sorry, wir sind gerade super busy, sorry, da können dir andere bestimmt besser helfen. Es ist super frustrierend und was irgendwie ein bisschen weird ist, ein Typ von einer NGO, zu dem ich eigentlich echt einen guten Draht aufgebaut habe die letzten Wochen, der meinte gestern zu mir, dass es wohl die Tage von der kambodschanischen Polizei eine Art Mitteilung an alle NGOs gab mit dem Hinweis, wenn es aktuell Anfragen gibt von Journalisten zu Themen wie Human Trafficking, also auch Child Sex Tourism, und Zwangsprostitution, dann wird entschieden von einer Kooperation mit diesen Journalisten abgeraten, weil es sonst echt zu Konsequenzen kommen kann. Das Ganze sei nämlich Sache der Polizei. Es ist auf jeden Fall weird und es macht meine Arbeit hier definitiv jetzt nicht einfacher. Später bestätigt mir eine NGO-Mitarbeiterin, über den sexuellen Missbrauch von Kindern in Kambodscha zu berichten, schade dem Ansehen des Landes, dem Tourismus und der Regierung. Mit einem Interview für diese Reportage gehe man eine große Gefahr ein. Mir ist klar, ohne NGO kann ich nicht mit betroffenen Kindern sprechen. Wie also hier weitermachen? Ich versuche, Täter zu finden. Deswegen werde ich jetzt bei Facebook nach alten, ekligen Männern suchen. Mache das aber nicht mit meinem privaten Profil, das fände ich ein bisschen weird, sondern erstelle mir ein neues. So, wie will ich denn heißen? Ich nenne mich Michael, deutscher Privatier, vermögend und für die Rente gerade ganz frisch nach Kambodscha gezogen. Ganz klischeehaft ein mittelalter weißer Mann. Und so trete ich in alle möglichen Kambodscha-Expat-Gruppen ein, also in Gruppen für Ausländer, die hier im Land leben oder länger Zeit verbringen. Ich suche nach Children, Underage, Girls, Prostitution, Pedo, Sexpat. Marry a 15-year-old girl is legal or illegal in Cambodia? True love can happen between old man and young girl? Sure, depends how much you pay. Ich schaue mir an, wer diese Posts liked. Ich bin mit meinem Fake-Profil in guter Gesellschaft. Ich schreibe die Profile an und warte auf Rückmeldung. Hi,
Dann meldet sich unerwartet doch noch eine NGO. Sie heißt APEL, kooperiert mit der Regierung und sammelt Informationen über potenzielle pädokriminelle Täter aus dem Ausland. Ich begleite Herrn Sofiak und seinen Kollegen 2 Tage bei ihrer Arbeit. Auch sie sind in den Rotlichtvierteln von Phnom Penh unterwegs, erzählen mir, dass Minderjährige häufig in den hinteren Teilen der Bars versteckt seien. Möglicherweise auch ein Grund, warum ich dort keine gesehen habe. Ein Großteil ihrer Arbeit findet am Laptop statt, aber keine Sorge, ich zeige euch den spannenderen Part. Heute fahren wir in einen Vorort. Aus der Nachbarschaft haben sie einen Hinweis bekommen. Ein Amerikaner, Mitte 30, wohnt dort zusammen mit einer Frau und einem 10-jährigen Mädchen. The activity seems very suspicious because the mother mostly she only remain at work, but this guy only with the child at home. Sie überprüfen das Paar und finden heraus, die Frau arbeitet als Zuhälterin in einer der Girly Bars. Dort lernt sie den Mann kennen. Sie soll auch ihre 15-jährige Schwester an einen anderen Amerikaner vermittelt haben. Do I have to be careful with your camera? Yeah, please, please. You need to be careful with your camera. Mostly these guys are very aware of the situation. Nach 1,5 Stunden kommen wir an. Dann geht alles schnell. Yeah, this one. This one, this one. This one? Yeah, the chair in front. This is the guy? Yeah, the guy, yeah, the guy. Yeah, yeah. Be careful, be careful. Okay. Put the camera down. Yeah. And we go? Yeah. Now? Yeah, yeah, we go now. Okay. Ich lasse die Kamera im Auto, drehe mit meinem Handy weiter. Herr Sofiak spricht mit den Nachbarn und dann passiert Folgendes. Das verdächtige Paar verlässt die Wohnung und fährt auf dem Roller davon. Let's see. Oh, the door is still open. Still open. So the girl must be inside. Wir stehen gegenüber an einem Kiosk. Dann sehe ich das Mädchen. Sie schaut uns an und schließt die Tür. Ich merke, ich bin überfordert. Natürlich wissen wir nicht, was hinter dieser Tür passiert. Aber es gibt ja die Hinweise von den Nachbarn und jetzt diese Gelegenheit. Ich frage mich, warum Herr Sofiak nicht reagiert. Wir laufen ein Stückchen weg. To me, not a good feeling to see the situation as it happened. The guy are still have a chance to stay and living together with the child. We just want to prove out whether what happened to the girl. Without evidence, we could not take any action because we work alongside with Cambodian National Police. They need to prove everything based on the evidence they have. Ich find's heftig gerade irgendwie. Man möchte ja reinrennen und das Kind da rauszerren so, aber nicht einfach wieder fahren. Also, aber so funktioniert das halt nicht. Die beiden selbst machen keine Zugriffe, sondern sammeln nur Informationen für die Polizei. Wochen später erfahre ich, der Fall liegt jetzt bei der Polizei. Meine Online-Recherche läuft weiter. Ich durchsuche Foren im Darknet und finde Gruppen auf Telegram, in denen kinderpornografisches Material von asiatisch aussehenden Kindern ausgetauscht wird. Und bei meiner Facebook-Recherche passiert das. Mir schreibt ein Typ, ich nenne ihn Hans. Hans kommt aus Schweden, Kambodscha scheint aber so ein bisschen seine zweite Heimat zu sein. Wir hatten erstmal die ersten Tage und Wochen so ein bisschen rumgechattet und irgendwann habe ich dann so ein bisschen mehr versucht, ihn auszuquetschen, wie das denn hier in Kambodscha so laufe mit dem Connecten von jungen Mädels. Er kenne sich doch bestimmt ganz gut aus. Und ja, Hans kennt sich aus. Easy for you to find a lady in Cambodia. You want to have a girl 15, 20 years old? In Cambodia it's okay for you to have a young poor lady. Dann frage ich ihn, wie genau das hier läuft. You can say to the parents you want to have the daughter and take care of her. But you pay money to the parents or how does it work? And if yes, how much? That's the important question. Not so much. Maybe only $1,000. Und dann schreibt er, dass das Geld für einen Monat sei und dass man in dieser Zeit so viel Sex mit ihr haben kann, wie man möchte. Okay, so I want you to have a lady, 12 years old. Good? Er schreibt, 12 sei auch das jüngste Mädchen gewesen, mit dem er hier Sex hatte. Ob das alles stimmt, kann ich nicht prüfen. Also, dass man die Armut und die verzweifelte Situation von der Familie ausnutzt, um sich sexuell an deren Kindern zu vergehen,
die sexuell zu missbrauchen, ja, und dann wahrscheinlich wieder schön nach Hause zurückzufahren, als ob nichts gewesen wäre. Da bin ich sprachlos. Da fällt mir nichts zu ein. Wie kann es sein, dass Männer aus dem Ausland hier Kinder missbrauchen können, anscheinend ohne Angst vor Bestrafung zu haben? Wie kann es sein, dass ein Typ wie dieser Hans mir so etwas einfach so offen schreibt? Das will ich von Sailor Sangliam wissen. Er ist der Leiter von APEL, der Organisation, die mich mit auf ihren Undercover-Einsatz genommen hat. Well, I think these people cannot abuse at home. As people are more aware in their own country, law enforcement is a bit tougher in their country. Okay? And people are coming here with a sort of crazy belief that they feel, oh, children in that country can be bought for sex. Zudem ein großes Problem in Kambodscha, für Einreisende aus anderen Ländern gäbe es keinerlei Kontrollen, erzählt er mir. Man könne als vorbestrafter pädokrimineller Sexualstraftäter ohne Probleme einreisen und sich im Land als Volunteer zum Beispiel an Schulen oder in Waisenhäusern bewerben. Und genau das passiere. We have seen a number of offenders who did not show any regret at all. After they found guilty of abusing so many children, they said, I didn't do anything wrong. I paid those kids. They needed the money. And I just wanted to have sex with them. So would you say, like, these people, they are coming to Cambodia and they prepare to rape children here? So they bought stuff like toys, candy, children like material. They flew here with all this stuff, you know, being particularly interested in like a group of children. Diese gezielte Manipulation und Vorbereitung nennt man Grooming. Täter seien fast ausschließlich Männer und die Kinder im Schnitt 12,6 Jahre alt, Jungs und Mädchen. Was alle gemeinsam haben, sie kommen aus armen Familienverhältnissen, es fehle an allem. Geld, Bildung, aber auch Liebe und Fürsorge. What would you say, what are the consequences for these kids? So the repercussion is huge, is massive. Mental effects, okay? Physical harm is massive. Some children told us about being beaten, being deprived of medication because they did not agree to sex. Even if they say, I am sick, but it doesn't matter, okay? Und zum Schluss erzählt mir dann noch von einem ganz neuen Problem. Unfortunately, we have seen a big increase of online child sexual exploitation and prepare children for sex through webcam abuse. Some are actually recruiting children for live performance, like live streaming performance. This is often organized crime. Okay? It's involved children as victim. It's involved trafficker who facilitate this setting, and it's involved offender who exploit children from the other sides of the world. Am Ende meiner Recherche klappt etwas, das ich schon längst abgeschrieben habe. Ich kann eine Familie treffen, die einen Missbrauch durch einen westlichen Touristen erlebt hat. Für mich ist das eine Riesenherausforderung. Was, wenn ich was Falsches sage, Wunden aufreiße? Auf keinen Fall will ich die Kinder emotional überfordern. Ich bereite das Treffen vor, indem ich mit einer Psychologin in Deutschland spreche und treffe mich mit den Sozialarbeitern, die die Familie betreuen. Die Mutter schlägt vor, dass wir uns auf einem Fußballplatz treffen, da, wo sich die Kinder am wohlsten fühlen. Die beiden Jungs sind 11 und 13, im lila und grünen Shirt. Ich schlage vor, erstmal eine Runde Fußball zu spielen. Und dann spreche ich erstmal mit der Mutter. In the beginning, did she like the guy? Was he nice? ចឹងគាត់ខ្ញុំនឹកស្មានគាត់ដល់ប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាឬថាគាត់ថាធ្វើជាអង្គការមួយដែរអញ្ចឹងគាត់ថាដើរជួយអ្នកកុមារចឹងណាគាត់ខ្ញុំមានថាគាត់ជួយតែស្មោះត្រង់ថាផនបាទថាខ្ញុំទៅជិតខ្លាំងដែរមិននឹកស្មានដល់ប៉ុណ្ណឹងដែលកូនអញ្ចឹងដូចថាម៉ែឪណាគាត់ក៏មិនអាចទន់ត្របានណា
Sie sagt, dass sie ihrem Sohn erst nicht glaubt, als er erzählt, dass der Mann ihn angefasst habe. Ich muss an das Interview mit Shamraon denken, daran, dass betroffenen Kindern oft keiner glaubt, gerade wenn der Missbrauch von einem Mann an einem Jungen stattgefunden haben soll. Erst als ein Lehrer die Familie aufsucht und seinen Verdacht äußert, der Mann missbrauche Kinder, geht sie zur Polizei. Während der Ermittlungen kommt raus, dass sich der Mann an bis zu 20 Jungs aus dem Dorf sexuell vergangen hat. Die genaue Zahl weiß man nicht, weil nur 6 Kinder eine Aussage bei der Polizei machen. Der Rest schweigt. Aus Angst, aus Scham oder weil die Familie finanziell profitiert hat. Der Mann habe immer teure Geschenke gemacht und Geld gegeben. Im September letzten Jahres wurde der Mann verurteilt. Dann steht das Interview mit den beiden Brüdern an. Ich bin vorbereitet, weiß, was ich fragen darf und was ich auf keinen Fall ansprechen soll, um Retraumatisierungen zu verhindern. Ich habe in meinem Leben schon hunderte Interviews geführt. Trotzdem, so nervös war ich noch nie. Like, do you go to school? Do they like school? Teacher. Yep, really? All? Yeah. Okay. I'm really happy now. It's a good time for them. Is it okay if we talk a little bit about the time before? Okay. Falls ihr euch wundert, warum ich so komische Fragen stelle, die Psychologin hat mir gesagt, ich solle darauf achten, bei allen Fragen klarzumachen, dass hier und heute alles gut ist. Could they say, like, why was the time before not nice for them and why is it better now? Mom, but you are crap. Oh, I mean Germany. What happened? Don't go. Das bringt mich völlig aus dem Konzept. Er ist wie du, ein weißer Mann. Und hab Gott auch. Ich wollte die ganze Zeit unbedingt diese Kinder interviewen. Ich habe 1000 Fragen im Kopf und ich stelle keine mehr. Should we play football? Good, let's play football. Okay. Okay, ich muss mich die ganze Zeit ein bisschen zusammenreißen, dass ich da nicht irgendwie, da irgendwie losheule, weil ich meine, die sind ja die, die eine harte Zeit hinter sich haben. Ich hatte das Gefühl, es war einigermaßen okay für sie, aber ich habe trotzdem gemerkt, so, wie sie, wenn sie normalerweise geredet haben, mit einem Lächeln geredet haben. Und wenn es um diese Themen ging, ging wie so eine Klappe runter. Und irgendwie deswegen wollte ich irgendwie jetzt gerade nicht weiter nachhaken. Nee, die haben irgendwie genug durchgemacht. Diese Recherche bringt mich an meine Grenzen. Sie hat mich überfordert, hat mich nicht schlafen lassen, hat mich zum Weinen gebracht. Was mich immer wieder bestärkt hat, die Menschen, die den Mut hatten, mit mir zu sprechen oder mich auf Undercover-Aktionen mitzunehmen. Sie alle habe ich gefragt, warum sie mit mir sprechen. Die Antwort war oft dieselbe. Um ein Problem, das so schlimm ist, dass man am liebsten nicht darüber sprechen würde, sichtbar zu machen. Egal ob im Ausland oder Inland, wenn ihr selbst so etwas mitbekommt, meldet es bei der Polizei oder bei Kinderhilfsorganisationen vor Ort. Wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, hört doch mal in die Folge vom Y-Podcast rein und schaut euch gerne den Film von Der Fall an über die Missbrauchsserie des Maskenmanns.